Ansonsten mega Fun, muss man sagen. Also, der Wagen macht einfach Fun, er bremst gut, er fährt gut durch die Kurven, er beschleunigt einigermaßen okay. Im Vergleich zum Gegner jetzt halt nicht so geil, aber es scheint ja für den ersten Auto zu reichen, ne? Also von daher, ich meine, gerade hier diese Highspeed-Kurven leider nicht funktionieren, blöd. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC. Folge 93, wir starten eine neue Saison. Ja, man sieht jetzt die Mikrofonnamen, ich bin ein bisschen weiter weggerutscht. Ich bin auch nochmal ein bisschen weiter weg. Weil es einfach echt angenehm ist so. Ich habe heute extrem viel schon aufgenommen und nehme noch ein bisschen auf, deswegen... Ich muss mich da mal so ein bisschen... Ah ja, den haben wir jetzt auch bekommen. Oh, der fuhr sich ja auch schon nicht schlecht. Also wenn der sich genauso fährt, weil der hat offenbar deutlich weniger Dampf, oder was? Interessant. Okay, aber der hat Allrad, der hat Frontantrieb. Interessant, aber warum hat der so viel mehr Dampf? Na gut, wir nehmen trotzdem erstmal den Porsche 919 Hybrid. Wenn wir sehen, der fährt nicht gut, bei dem Nissan wissen wir, der fährt ganz gut. Also dann können wir einfach den nehmen. Und es geht los mit dem Sebring International Raceway auf der Gesamtstrecke. Ah, immerhin 6 Kilometer und 3 Runden. Das ist bei den Autos aber, glaube ich, erstmal Pustekuchen. So, gucken wir mal. Aber auch der sieht wieder... runtergedrosselt aus, ne? 500 kW, der hat auch viel mehr. In echt. Eieiei, der fährt sich aber auch wieder anders gut. Irgendwie fahren mir die anderen echt alle davon. Hä? Ich verstehe nicht, warum die anderen so viel schneller sind, ne? Ja, natürlich, weil das Spiel ist, den Wagen hier schon wieder künstlich runterdrosselt, weil er sonst zu krass ist. So, endlich mal wieder ein bisschen Platz hier, ey. Aber aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, sieht schlecht aus. Ich meine, Kurve, er fährt sich echt gut, aber er hat extrem Nachteil bei der Power. War auch Grip da, ne? Wegen Allrad und so. Oh. Aber guck dir das doch mal an. Also ich habe ja nicht nur nicht ein bisschen keine Chance, ich habe überhaupt gar keine Chance so.
Noch einer vor uns, dann kriegen wir trotzdem hin. Mal wie viel schneller die sind. Aber ich habe halt so viel bessere Kurven. Das macht mich dann insgesamt auch gut stark, aber... Da kommt noch jemand, ja. Man sieht aber leider schon wieder nichts vom schönen Auto. Okay, wunderbar. Hat er doch noch geklappt? Ja, da war jetzt schon ein Traum, ne? Also, der ist schon mega geil. Okay. Hat gereicht. Zum Glück. Schön. So, gucken wir mal, was noch für Strecken auf uns zukommen. Ja, der Nürburgring wäre dann ja gar nicht mal so geil. Den weiß aber nicht, woran es liegt. Hat irgendwie falsches Setup drauf, weil der wurde ja extra angepasst für die Nordschleife, die Rekordfahrt. Dass er dann 370 zum Teil fahren konnte. Ja, was ich hier gerade so sehe, das ist ja wirklich nichts. Was kommen denn jetzt für Schrottsachen? Und es kommt Silverstone Racing Circuit, die Grand Prix Strecke, auch wieder 3 Runden. Das ist schon auch wieder ein bisschen düster, ne? Also zu wenig, sonnige. Einfach nur sonnig. Ist doch immer noch am besten. So, viele Kurven. Tut uns sehr gut. Ja, deswegen wäre die Nordschleife wahrscheinlich aber doch noch mal ein bisschen besser, ne? Aber das hier ist die Le Mans-Version offenbar. Alter. Sehr, sehr geil. So, jetzt kommen hier diese geilen Kurven. Digga, mit so einem Speed kriegst du es halt mit keiner anderen Karre hin. So, jetzt endgültig zu viel des Guten. Aber, der war noch nicht.
Recht ausgeholt. Du hast eine Runde auch schon wieder vorbei. Natürlich. So, hier auf die Gerade. Und dann bin ich auf die nächsten Strecken auch gespannt. Jetzt kommen wir wahrscheinlich nur so normale, ne? Mit dem Wagen wäre noch die krassen, großen Strecken. Ich würde mir nochmal Spa wünschen, aber trotzdem noch mit dem Ding. Das wäre auch nicht schlecht. Wir könnten auch mal den Nissan testen, gerne. In der nächsten Folge dann. Der hier ist solide. Macht auf jeden Fall das, was wir wollen. Ist in der Lage zu gewinnen. Und zwar mit großem Abstand, wie man gerade sehen kann. Ah, dieser Nebel ist ja abartig. Können wir gerne auch noch den Nissan testen, den hatten wir in dem Special Event gefahren. Können wir mal gucken, ob er hier taugt. Er hat ja über 100 kW mehr, also... Er fährt seinen Vorsprung durch die Kurven halt echt gut raus, ne? Gar nicht mal schlecht. Das war mal nix. Einfach rum hier kommen. Ja. Ems. Ems doch. Schön. Wie viele Gänge hat denn der? 7 Gänge. Was denkst du, wie schnell du fahren willst mit deiner nicht vorhandenen Power? Ha. So, gleich im Ziel. Schön. Nichts zu sehen. Schön. Ah, Gott. Ah, das ist ja schlimm. Was haben wir denn da noch? Kommt jetzt nochmal was Geiles. Oh ja. Le Mans. 2 Runden Le Mans. Na geil. Aber die normale gesamte Strecke, das heißt mit der Unterbrechung drin, das kommt uns vielleicht ganz gut. Ja, jetzt werden wir ein Problem haben, ne? Kommt nochmal Le Mans, das heißt, es kommt wahrscheinlich auch nochmal die Nordschleife, ne? Da müssen wir überlegen, ob wir den wirklich nehmen wollen oder ob wir den... Ich meine, gut, das ist die Le Mans-Version hier, ne? Also ich meine...
Weil dann erstmal die Gerade kommen, sind wir halt echt ein bisschen erledigt. Ach, da kommen sie ja schon. Hm, na gut. Deswegen meine ich, weil man nicht so lange auf Fullspeed fährt, die Gegner setzen sich nicht so krass ab. Und in den anderen Kurven können wir die vielleicht wieder einholen. Oh, da fährt er auch schon wieder vorbei. Leider nicht ganz so langsam. Da ist noch eine Unterbrechung drin. Alter, guck mal, wie viel Kraft. Warum? Ja. Bin auch sehr enttäuscht von der Performance, ne? Versagt. Interessant. Diese Strecke besteht größtenteils aus Geraden. Was soll ich da einholen, Alter? Das geht nicht. Ne, also hier merkst du halt wirklich, dass er halt mehr kann als die anderen. Da gibst du wenig von. Ja, mein Dritter sind wir schon. Wir haben noch eine Runde. Ja, die Kurven sind schon krass, ne? Da hat wohl jemand gleich viel Power. Ja, alles klar. Genau gleich viel. Jetzt hat er ein bisschen mehr Power. Mist. Ah, den können wir noch erreichen.
Okay. Schwierig. Wir werden auf jeden Fall den Nissan nochmal ausprobieren. Gerade für die Nordschleife, glaube ich. Wäre aber vielleicht lieber der Porsche besser eine, ne? Eigentlich. Wir werden es mal sehen. Ansonsten mega Fun, muss man sagen. Also, der Wagen macht einfach Fun, er bremst gut, er fährt gut durch die Kurven, er beschleunigt einigermaßen okay. Im Vergleich zum Gegner jetzt halt nicht so geil, aber das scheint ja für den ersten Auto zu reichen, ne? Also von daher, ich meine, gerade hier diese Highspeed-Kurven gerade nicht funktionieren, blöd. Sehr schön. So, damit haben wir das Ende dieser Folge erreicht. Ich freue mich sehr. In der nächsten Folge gibt es dann die nächsten drei Rennen von dieser Saison. Ne? Kennt ihr ja. Freunde, das war's für diese Folge. Nächste Folge der letzten drei Rennen dieser Meisterschaft. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.